Alexander Gauland, AfD-Vize und Bundestagsfraktionschef der Partei Foto, Michael Kappler, Deutsche Presseagentur, PA. Alexander Gauland spricht im Interview mit dem Tagesspiegel über die Konkurrenz von AfD und FDP, seine Vergangenheit als Flüchtlingshelfer und deutsche Identität. Herr Gauland, warum sind Sie eigentlich nicht in der FDP? Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Warum sollte ich? Kurz nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungsgespräche haben Sie gesagt, die FDP sei an Kernpunkten der AfD dicht dran, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik. Die FDP hat unter Herrn Lindner manche Positionen vertreten, die wir auch vertreten, gerade in puncto Rechtsstaatlichkeit. Aber es gibt viele Punkte, in denen wir völlig auseinander sind. Deshalb wäre ich in der FDP auch falsch. Wo sind denn die Schnittmengen in puncto Rechtsstaatlichkeit? Auch Herr Lindner sagt, dass die Art, wie 2015 bei uns 1 Million Menschen ins Land gekommen sind, rechtsstaatlich verheerend gewesen ist. Allerdings ist der Rechtsstaat auch schon zu einer Zeit, als die FDP noch an der Regierung war, ausgehebelt worden. Die Euro-Rettung war ein Verstoß gegen alle Regeln, wie die Chefin des Internationalen Währungsfonds eingeräumt hat. Und daran trägt die FDP eine Mitschuld. Wie würden Sie bei Neuwahlen die FDP auf Distanz halten wollen? Ein weiterer Punkt, wo wir uns von der FDP unterscheiden, ist zum Beispiel, dass wir gegen ein Einwanderungsgesetz sind und nicht glauben, dass es uns helfen könnte, Arbeitsplatzprobleme zu lösen. Sie lehnen ein Einwanderungsgesetz ab. Das würde doch zu einer Begrenzung von Zuwanderung führen. Ich sehe überhaupt kein deutsches Interesse an einem Einwanderungsgesetz. Wenn man überhaupt darüber nachdächte, müsste es ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild geben. Aber ich fürchte, in der Praxis ist so ein Gesetz in Deutschland nicht durchzusetzen. Welche Zahl würde Ihnen denn vorschweben? Die Grünen wären ja bereit gewesen, einen atmenden Rahmen von 200.000 Flüchtlingen zu akzeptieren. Wir brauchen überhaupt keine Zuwanderung. Wir halten bekanntermaßen eine Obergrenze von 0 für richtig. 1997 haben Sie als Büroleiter des damaligen Oberbürgermeister von Frankfurt, Walter Wallmann, 250 Vietnamesen aus Hongkong in die Stadt geholt. Haben Sie im Rückblick einen Fehler gemacht? Das war damals ein ganz anderer Zusammenhang. Es war in Vietnam die Zeit nach dem Bürgerkrieg, es gab Menschen, die politisch verfolgt wurden und nicht unter dem Kommunismus leben wollten. Da bin ich nach Hongkong geflogen und habe Menschen ausgesucht, die in Frankfurt aus meiner Sicht eine echte Chance hatten, Arbeit, Lohn und Brot zu finden. Die Integration hat gut geklappt. Das können Sie aber nicht machen mit Millionen, die in Afrika stehen und warten, dass sie irgendwo ein besseres Leben finden. Heute fliehen Hunderttausende Menschen aus dem Bürgerkrieg in Syrien. Ja, aber die haben subsidiären, einen vorübergehenden Schutz und sie müssen wieder zurück, wenn der Bürgerkrieg endet. Deswegen ist der Familiennachzug ja auch völliger Unsinn. Die sollen sich hier gar nicht integrieren.